Hallo und herzlich willkommen zu Create Your Look. Ich bin Vicky vom Kanal Vicky Lash Make-up Artist und heute habe ich für euch diesen weihnachtlichen Make-up Look als Tutorial zum Nachschminken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich starte mit der Look by Bieber Anti-Red Make-up Base, um eine gute Grundlage für mein Make-up zu machen. Anschließend trage ich die Liquid Nude Serum Foundation mit einer Stippling Brush auf mein Gesicht auf und verteile sie gleichmäßig. Der Matte Camouflage Concealer kommt unter meine Augen und auf Rötungen und wird dann mit dem Fixing and Baking Powder fixiert. Den Rest pinsle ich einfach weg und danach ziehe ich meine Augenbrauen mit dem Look by Bieber Eyebrow Designer nach. Fixiert werden die Augenbrauen mit dem wasserfesten Primer und Fix Gel. Der Color and Blur Duo Shadow Pen wird als meine Lidschattenbasis mit der hellen Farbe unter meinem Augenbrauen und dem inneren Augenwinkel und mit der dunkleren Farbe auf meinem beweglichen Augenlid aufgetragen und mit dem Finger verblendet. Eyeshadow Mono in der Farbe Humble Crumble trage ich jetzt mit dem fluffigen Blenderpinsel über die dunkle Basis auf. Der helle Eyeshadow in der Farbe Candy Maker kommt unter meine Augenbraue und in den inneren Augenwinkel als Highlight. Mit den Fingern biege ich meine Wimpern richtig gut nach oben. Und dann verwende ich die Extending Lashes Base. Mit der Ultimate Volume Mascara die Wimpern ganz gut tuschen. Mit dem Delicate Compact Bronzer in der Farbe 010 Ibiza Sun und dem Kabuki Pinsel wärme ich jetzt mein Gesicht schön auf, unter meinen Wangenknochen, entlang der Haarlinie. Und auf den Wangen verwende ich den Dazzling Compact Blush in der Farbe Terracotta. Mit dem Megastay Lip Liner in der Farbe Kiss the Bride ziehe ich jetzt meine Lippenkontur nach und male auch gleich die Seiten meiner Lippe damit aus, um eine schöne Base zu machen. Jetzt trage ich noch den Perfect in Matte Lipstick in der Farbe 010 Call Me Ruby auf, nehme den Überschuss an Farbe noch mit einem Kosmetiktuch ab und gehe dann mit einer zweiten Schicht Lippenstift darüber. Und fertig ist der perfekte Weihnachtslook.